32.000 Euro Frage steht nun an. Der Chat spielt jetzt in der dritten Folge. 5 Fragen sind übrig mit 2 verbliebenen Jokern. Wie weit kann das noch so weitergehen? So gut, so schnell und vor allem so richtig. Das ist die dritte Version, bzw. die dritte Folge dieser Woche der Chat Edition auf Twitch von Wer wird Millionär. Viel Spaß beim Zuschauen und Mitraten an alle. Damit willkommen zum dritten Teil des heutigen Abends, zum dritten Teil unserer Game Show Night und unserer Quiz, unseres eben schönen Werbemillionär Quiz Abends. Ja, was soll ich sagen? Der Chat ist der Wahnsinn. 10 Fragen richtig, ein Joker ist weg, 5 Fragen to go, 2 Joker noch übrig, wie gesagt. 32.000 Euro Frage steht nun an. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie gut ihr euch schlagt. Nächsten 5 Fragen, hier kommen sie, angefangen mit Frage Nummer 11. Gerinnende Milch. Käst, quarkt, sahnt oder rahmt? Direkt ein A, Käst. Ein D, oh, sie rahmt. Von Kevin, sag mal. Du bist einfach ein Sucht, wenn du, jeden Tag, wenn du jeden Tag diese Folge gibst. Wenn du dir echt fast jeden Tag dieses Jackpot-Wäsche gibst, dann hast du einen größeren Schaden als ich. So. Ach ja, der Jackpot war schon von vor 2 Jahren. Lang ist es her. Also bringt das was. Ja, man merkt sich Sachen beim Anschauen. Na, wer ist es jetzt falsch, wenn du sagst A? Ah. Ach, du warst da, scheiße. Oh Gott. Stimmt ja. Aber wer, das ist falsch. Mit Fans im Chat ist es am lustigsten und richtig vor allem. Zwei Joker. Das wird nicht unbedingt besser für mich. Wo kommt ein Zestenreißer zum Einsatz? In der Küche, im Acker, in der OP oder im Zirkus? Hm. Der Zestenreißer. Zitrone. Curly sagt schon A voraus direkt. Nanu, der Lotz dazu ist nicht mal der Erste. Was ist da los? Ah, 89%. Dann haben wir wieder 3 A's zusammen. Die Küche. Ah, 100%. Das sieht doch gut aus. Die Küche. 3 solide Antworten. Damit schneidet man doch streifenartig von Obst. Ich bin Konditor, brauche ich jeden Tag. Was soll ich da sagen? Bei Experten im Chat ist die Antwort natürlich auch noch richtig. Ich will auch einen Kuchen haben. Kannst du zu meinem 100. Stream eine Torte machen? Wir sehen es erst bei Nummer 26. Ist doch weiter Weg bis dahin. Oder, ja, 1000 Subs oder auch immer. Das sind 1000 Abos, Follows, was auch immer. Wir gehen auf die nächste Frage. Es wird immer interessanter.
Wer besuchte 1980 Deutschland zum ersten Mal seit 198 Jahren? Die britische Königin, der Papst, der US-Präsident oder der Dalai Lama? Ja, aber der bei der 1500. Folge, der sah geil aus. Ich glaube, es ist die. Eine WWM-Torte. Ey, stimmt, warte mal, wenn ich mir gerade also zeigen kann. Im Hintergrund ist doch mein Logo hier, warte mal. Und zwar, wenn ich mal die hier ausblende, guck mal hier, das Logo dann, ne? Das da als Kuchen, das wird auch lustig, oder? Als runden Kuchen, ein bisschen als Torte oben drauf. Voll geil. So. Ich glaube, es ist D. D, unsicher. Das sind zwei unsichere Antworten. Das ist also noch keine feste Aussage von euch. Also, Papst besucht Deutschland öfters. Ja, das stimmt wohl. B, sicher. Woher dieser Wandel? US-Präsident auch. Zwischen A und D, Königin und Dalai Lama. Ich schwanke auch zwischen A und D. Da 50-50 bereits weg ist, müssen wir uns jetzt entweder auf eine Antwort einigen oder Publikumsjoker bzw. Telefonjoker nehmen. Okay, Publikum wollt ihr also haben, alles klar. Wer besuchte 1980 Deutschland zum ersten Mal nach 198 Jahren? Die britische Königin, der Papst, der US-Präsident oder der Dalai Lama? Wer von denen war es denn nun? Na komm, B, jetzt bin ich gespannt. Wir stimmen mal alle ab und überlegen mal eine kurze Runde. Prozent, also zwei Drittel des Publikums, sagen B, der Papst. 17% sind für den US-Präsidenten, 14% gerade für den Dalai Lama und knappe 5% nur für die britische Königin. Ja, wortwörtlich. Die Entscheidung liegt bei euch. Ihr müsst dem Joker nicht vertrauen. Ihr könnt. Jawohl, B, Final Answer. Ach, schön. Ja, dann B. Gehen alle bei B von euch mit? Würden alle mitgehen? Das wäre krass. Es geht ja darum, nicht jetzt heutzutage, es geht darum vor 1980. Wer hat da in dem Zeitraum von 198 Jahren Deutschland nicht besucht gehabt? Also von 1792, ne Quatsch, 82, oder? 1880, 1790, ja, von 1782 bis 1980. Wer war da nicht in Deutschland gewesen? Wegen des Zweiten Weltkriegs, ja, kann der sein. Wie gesagt, es ging 1980. Also knapp 200 Jahre vorher war er das letzte Mal da. Also Zeitspanne von 1780 bis 1980, wo er nicht da war. Ja, aber das heißt noch 100 und nach Jahren, wo das komplett Weltkrieg war. Eben. Ich wollte nur darauf hinweisen. Also mit der Zeit jetzt. Von 1782 bis 1980 nicht in Deutschland gewesen. Eure Antwort lautet...
Wollt ihr B einloggen? Oder welche Antwort möchtet ihr haben, Freunde? Schreibt's rein. Nehmen wir halt B. Gut. B. Na dann, ihr habt entschieden. Und darf Sef. Severin, schönen guten Abend dir. Der Papst soll's sein. Jetzt bin ich gespannt. Weil ich wäre selbst nicht auf den Papst gegangen, ehrlich gesagt. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es D eher ist als B. Wäre meine Vermutung das gewesen, aber. Ich glaube, es mal zurückgestellt. Mit 2/3 des Publikums seid ihr auf B gegangen. Okay, dir also auch. Das liegt das Publikum hier falsch oder liegen wir hier falsch? Derjenige, der richtig liegt, ist bzw. sind das Publikum. So, 500.000 Euro Frage, ihr habt noch den Telefonjoker. Weiter geht's mit dieser Frage. Was ist Funafuti? Oper von Verdi? Trendsport aus den USA? Thunfisch-Sushi? Oder die Hauptstadt von Tuvalu? Ja, jetzt bin ich gespannt, was eure Antworten sind. Ein D. Ich würde dann telefonieren direkt. Das klingt nach einer Antwort. Bei den hohen Summen schreibt am besten hinter eure Antwort, wie sicher ihr euch seid. Ihr könnt euch mein Ding auf alle Antworten Wahrscheinlichkeit legen. Ich würde telefonieren. B schon mal nicht. Hört sich nicht amerikanisch an. Opa kann es auch nicht sein. Warum? C oder D? Aber über Telefonjoker nehmen, was? Sehe ich das richtig? Erdkunde-Genie, also der 99%. Wirklich? Seid ihr sicher, dass ihr es nehmen wollt? Ohne Joker, ihr habt beiden, wie gesagt. Ja, okay, ist ja gut. Die Hauptstadt von Tuvalu, wenn ihr es sagt, wird es wohl stimmen. Ja, Google hat immer recht. Nein, ich unterstelle hier keinem was. Die Hauptstadt von Tuvalu. Ich habe den Begriff noch nie gehört. Noch nie. Ich bin gespannt. Also, ich gehe mal mit euren Argumenten mit. B hört sich amerikanisch an. Hätte ich auch ausgeschlossen. Opa von Verdi oder Thunfisch-Sushi hätte ich eher gesagt, weil wenn es eine Hauptstadt ist, kennt man sie vielleicht irgendwoher, aber für mich am logischsten gewesen wären irgendwie die Opa von Verdi oder eben die Sushi. Ja, wie gesagt, ich unterstelle ja auch keinem was, keine Sorge. Glaubst du ja. So. Richtige Antwort ist. Finger kreuzen. Die Hauptfrage. Wo ist Tuvalu? Das ist eine sehr gute Frage. So, es geht um die Millionenfrage. Kurz bevor wir das machen, werde ich mal den Spaß nehmen und mal nach Tuvalu suchen. So. Wups. Damit ihr das auch mal seht. Hier, wir machen das mal schön groß. Ich nehme mal kurz OBS die andere Szene, damit ihr sie einfach mal seht. Und zwar
Hier nehmen wir mal Spiele deaktivieren und Bildschirm aktivieren. Tuvalu ist ein Inselstaat im Pazifischen Ozean. Er ist als parlamentarische Monarchie organisiert und Mitglied des Commonwealth of Nations. Hauptstadt ist das Atoll Funafuti und Regierungssitz das auf diesem Atoll gelegene Dorf Vaiaku. Mit knapp 11.000 Einwohnern in Ozeanien. Nicht schlecht. Gerade mal gucken, kann man es auf Maps finden? Bisschen so. So, da unten ist Tuvalu, hier. Ganz hier rechts. Da, wo meine Maus gerade ist, da ist Tuvalu. Ganz kleines Käffchen. So. Jetzt von den Fakten zurück ins Spiel. Wups. Ups. Wie gesagt, 500.000 sind erledigt. Millionenfrage kommt jetzt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Hier kommt sie. Was wird mit A00 und A01 klassifiziert? Cholera und Typhus, Schäferhund und Dackel, Nomen und Verb, Erde und Mars. Eine Million Euro Frage mit A00 und A01. Telefonjoker. Direkt Team Telefon. Ja, Telefon. Gut. Sollt ihr haben? Welchen von den dreien? Ihr wisst ja wie. 1, 2 oder 3. Der Chat entscheidet jetzt. Da haben wir. Okay, so ein großes Delay. Ernsthaft? Krass. 1 und 3. Noch sind ein paar mehr Leute da. Ein paar können noch mitraten direkt. Müssen sie mit abstimmen. Ansonsten steht 1 und 3. Drei überlegt. Dann soll es die Nummer 3 sein. Es kommt keine Zahl mehr rein. Dann Nummer 3. Ich hoffe das Beste für euch. Ich hoffe das Beste. Daumen drücken. Und los geht's. Was wird mit A00 und A01 klassifiziert? Cholera und Typhus, Schäferhund und Dackel, Nomen und Verb, Erde und Mars. Zwischen C und A. Okay, das ist der Lenz von ihm also. Was würde er eher ausschließen? Immer noch ein Tippfehler hier. Man bemerke meinen Skill. Er würde also eher auf A gehen. So. Also. Mit A00 und A01 klassifiziert. Was wird da? Der Spaß ist jetzt folgendes. Er hat euch zwei Antworten genannt und eine direkt wieder gestrichen, bzw. revidiert. Aber er hat nur eine leichte Tendenz, bzw. Ahnung. Und gehen wir mal davon aus, dass es ist wie bei Blutgruppen. Ja. Dann würdest du was eher nehmen? Ich glaube, die Klassifizierungen für Planeten sind wesentlich länger. Antwort A. Ihr entscheidet es, Leute, wie gesagt. Ja.
Zwei Leute wollen Antwort A einloggen. Was sagt der Rest von euch? Wollt ihr aussteigen oder wollt ihr es riskieren mit einer Antwort? Wir sind an einer sehr, 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 sehr kniffligen Stelle eigentlich. Nope, they're all gone. Ah, 65%. Tja, was tun wir? Also zwei A's wurden mir gegeben, das heißt, die größere Mehrheit, also der größere Anteil der Leute, die gerade da sind, antwortet mit, will A, Cholera und Typhus, also Typhus, einloggen. Da keine Antworten gerade kommen. Ich mache nochmal Folgendes. Es kommt wieder hier in den Chat ein Strich rein. Alle, die etwas abstimmen wollen, dürfen reinschreiben. Alle anderen, die nichts sagen, werden aus der Wertung ausgelassen. Deswegen hier kommt der Strich und eure Antworten drunter. Los geht's. Antwort A. Also, es bleibt euch dran anscheinend. Es bleibt bei zwei A's. Okay. Drei A's, okay. Jetzt werden mehr. Es werden mehr. Gut. Da jetzt keine mehr kommen, nehmen wir mal eure Antwort und hoffen mal, dass ihr Glück habt. Mit Cholera und Typhus. Ihr habt euch entschieden dafür. Es ist nicht meine Schuld, es ist eure Mehrheit. Und eventuell ein Telefonjoker schuld gewesen. So. Klassifiziert werden mit A00 und A01. Die. Bzw. der und das. Sind das Paar. Cholera und Typhus. Ich sag ja, mit dem Chat ist es echt besonders und immer wieder einfach nur geil. So, jetzt sind wir aber zeitlich schon so weit vorangeschritten, dass ich hier so mies sein muss und leider dieses Spiel für den Samstagabendstream beenden muss. Denn gleich geht's nach Abmoderation weiter mit dem nächsten Game. Worauf wahrscheinlich auch schon viele von euch Lust haben werden, mitzuspielen, beziehungsweise mit, naja, Glück haben zu dürfen, besser gesagt. Das war die dritte Folge für heute Abend. Und nächste Woche ist am Samstag der letzte Livestream, wo wir dieses Spiel machen werden. Google mal nach. Das können die zu Hause auch mal, die Zuschauer. Hier, diese Aussage mal nachgoogeln. Nächsten Samstag ist das letzte Mal von diesem Spiel live Let's Play. Das heißt nicht, dass das nie wiederkommt. Auf Twitch wird es weitergehen, wie immer. Und das war's von meiner Seite aus für diese Woche. Und wir sehen uns gleich mit dem nächsten Game, worauf sich auch schon viele freuen dürfen. In dem Sinne, bis gleich, Freunde im Chat. Und bis nächste Woche in den Folgen. Haut rein und tschüss.